Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Vor kurzem hat die IFAB die Regeländerungen für die Saison 21/22 veröffentlicht und ich möchte euch einfach mal aus diesem Grund auf diese Seite hier hin verweisen. Normalerweise habe ich ja in der letzten Zeit ab und zu mal die Regeländerungen für die neue Saison vorgestellt, aber jetzt kann ich die IFAB, denke ich mal, ganz gut selber ganz gut erklären, denn es gibt eine neue Funktion, nämlich diese Präsentation. Hier werden einzelne Regeländerungen noch mal genauer beschrieben, hier zum Beispiel beim Thema Heimspiel. Und eine ganz schöne neue Änderung, wie ich finde, ist, dass es jetzt eben auch Videoszenen gibt, die das eben ganz gut erklären, was eben mit den Änderungen genau gemeint ist. Ich denke mal so in etwa, wie das auch bei den Lehrabenden bei Schiedsrichtern der Fall ist. Wer jetzt sagt, aufgrund von zum Beispiel einer schlechten Verbindung zu Hause kann ich jetzt nicht so diese ganzen Videos anschauen, da kann sich auch ganz einfach die gesamte Präsentation herunterladen, inklusive aller Videos. Dazu einfach nach unten scrollen und hier gibt es dann den Link zum Herunterladen. Die Datei ist etwa 310 Megabyte groß, circa, und dann kann man sich das eben auch inklusive aller Videos anschauen. Eine andere Neuerung, die es gibt, die ist vor einigen Wochen vom DFB gemacht worden, nämlich der neue Schiedsrichterausweis. Ja, ich weiß, diesen Ausweis haben wahrscheinlich schon einige von euch, allerdings an wen es vorbeigegangen ist. Hier zeige ich euch nochmal, wie ihr diesen bekommen könnt. Ihr müsst als erstes auf die Seite vom DFB.net gehen, dann loggt ihr euch ein und klickt links auf euer Menü, auf Schiri-Ansetzung, dann auf eigene Daten und dann nochmal auf Stammdaten. Denn Voraussetzung ist, dass ihr hier ein Bild hinterlegt habt von eurer Person. Das Bild muss hier mit Bild hochladen, hochgeladen werden und von einem Verantwortlichen aus eurem Fußballkreis freigegeben werden. Wenn das der Fall ist, benötigt ihr für euer Handy die DFB.net-App, die einfach herunterladen, anmelden und dann habt ihr links in eurer App so ein Menü, sage ich mal, wo dann auch Schiedsrichterausweis drinsteht, das einfach anklicken und wenn ihr dann diesen Bildschirm an der Kasse vorzeigt, solltet ihr zu allen DFB-Spielen weiterhin kostenfreien Eintritt erhalten. Okay, wenn ihr Fragen habt, dann gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten hoffe ich, dass ihr jetzt hier was gelernt habt. Schaut euch unbedingt die neuen Regelungen an, denn es geht ja jetzt langsam wieder los. Corona ist ja langsam vorbei und die Spiele können langsam wieder beginnen. Also, viel Spaß beim Anschauen, beim Durchgehen und gerne bis zum nächsten Mal. Also, tschüss bis dahin und ciao.